für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Corporate Social Responsibility, wir haben das gerade schon vom Staatssekretär gehört, beschreibt die Tatsache, dass Unternehmen nicht nur ihren Eigentümern gehören, sondern in vielfältiger Weise auch zu anderen Bezugsgruppen in intensiver Beziehung stehen. Zu nennen sind erst einmal die Arbeitnehmer, aber die Unternehmen haben auch positiven oder negativen Einfluss auf die Umwelt und sie können durch ihre Zulieferketten Einfluss auf die Arbeitsbedingungen auch in anderen Ländern haben. All das sind wichtige Faktoren, die den Wert eines Unternehmens nicht zwingend für die Eigentümer, wohl aber für uns, für die Gesellschaft ausmachen. Hierüber mehr zu wissen, ist deshalb ein berechtigtes Anliegen eben dieser unserer Gesellschaft, das man verfassungsrechtlich als Teil der Sozialpflichtigkeit ansehen kann. Die bislang fehlende Offenlegung ist aber sicher auch der Tatsache geschuldet, dass es hier um Faktoren geht, die man bilanziell als, ich sage mal bewusst, weiche Faktoren kennzeichnet. Die Europäische Union unternimmt deshalb mit der Richtlinie, die durch das Gesetz hier umgesetzt werden soll, zu Recht den Versuch, die Art und Weise der Berichterstattung über diese Informationen europaweit anzuordnen und zu harmonisieren. Sie tut das, indem sie die Offenlegung der maßgeblichen Informationen als Teil des Jahresabschlusses verlangt, was insoweit durchaus richtig ist, als auf den genannten Sachverhalten Risiken, aber eben auch Chancen für die Unternehmen resultieren können, die auch heute schon Gegenstand des Lageberichts im Jahresabschluss sind. Deshalb sieht der Regierungsentwurf vor, und Herr Kelber hat es eben schon gesagt, dass kapitalmarktorientierte Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern bestimmte sogenannte nicht finanzielle Angaben in die Bilanz aufnehmen müssen. Es gibt die Möglichkeit, in bestimmten Fällen auf diese Angaben zu verzichten, wenn entweder diese zu erheblichen Nachteilen führen könnten oder man das konzernweit zusammenfasst. Bei alledem sollte aber nicht übersehen werden, dass wir in Deutschland mit der unternehmerischen Mitbestimmung schon heute Stakeholderinteressen in einem Maße einbeziehen, das im internationalen Vergleich keineswegs selbstverständlich ist. Zu erinnern ist zudem daran, dass der Aufsichtsrat nach § 171 Aktiengesetz den Jahresabschluss einschließlich der jetzt neu einzuführenden Angaben zu prüfen hat und dass auch auf diesem Wege Stakeholder bei mitbestimmten Unternehmen eben unter anderem und vor allen Dingen die Arbeitnehmer ihre Sicht der Dinge in die erweiterte Transparenz, in die erweiterte Berichterstattung des Jahresabschlusses einfließen lassen können und müssen. Bei allem Verständnis für das Interesse an zusätzlichen Informationen, es darf nicht übersehen werden, dass deren Beschaffung und Zurverfügungstellung für die Unternehmen einen beträchtlichen Verwaltungsaufwand darstellt. Deshalb ist es richtig, Frau Künast kommt gleich noch, dass kleine und mittlere Unternehmen nicht von der Berichtspflicht umfasst werden, dass keine weiteren Themen jedenfalls im Augenblick, Herr Kelber hat es angesprochen, in den Gesetzentwurf aufgenommen werden, insbesondere nicht die Frage des Verbraucherschutzes, und dass die Angaben zur Corporate Social Responsibility nicht von einem externen Prüfer auf inhaltliche Richtigkeit überprüft werden müssen. Diese zutreffenden Einschränkungen müssen aber zunächst noch ein bisschen nachgezeichnet werden, denn es fehlt die entsprechende Konkretisierung, Einschränkung im sogenannten Enforcement-Verfahren. Zudem wird diese Beschränkung noch dadurch konterkariert, dass bei einer freiwilligen externen Überprüfung des Berichts das Ergebnis dennoch offenzulegen ist. Auch darüber müssen wir nachdenken. Und schließlich ist es möglich, dass über eine Anfechtungsklage dieses Ergebnis konterkariert wird. Und auch darüber müssen wir nachdenken, ob das wirklich so gewollt ist. Was die teilweise geforderten Angaben zum Verbraucherschutz anbelangt, kann man nur sagen, dass ihre Verortung im Jahresabschluss systemfremd wäre. Denn von einem Unternehmen kann nicht gleichzeitig die Gewinnerzielung verlangt werden, denn das ist das, wo Gesellschaften für da sind, andererseits die Berücksichtigung der Interessen der Marktgegenseite. Richtiger Ansatz ist vielmehr, wenn diese Aufgabe wie bisher durch unabhängige dritte Institutionen wie die Stiftung Warentest wahrgenommen wird oder Gütesiegelgemeinschaften. Auch darüber haben wir schon einiges gehört.
dass die Kosten im Übrigen zu gering angesetzt sind. Das hat der BDI zu Recht angeführt. Und deshalb, Frau Künast, zu Ihrem Antrag mit Ihren Forderungen nach einer deutlichen Ausweitung, Sie werden sie ja jetzt gleich vortragen, des Anwendungsbereichs des Gesetzes und vor allem einer erheblichen Zahl weiterer Vorgaben für den Inhalt der Berichtspflicht, einschließlich der Notwendigkeit einer externen Prüfung, zeigen Sie völliges Unverständnis für die Belange der kleinen und mittelständischen Wirtschaft. Und ich würde mich mal fragen, ob Ihre Kollegen in Hessen und Baden-Württemberg das genauso sehen. Wir werden diesen Antrag jedenfalls ablehnen und ich freue mich auf die weitere Beratung. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Hirte. In der Tat, die nächste Rednerin, Renate